Hi Team GTSHub, was geht ab? Heute geht es um die Wahrheit über Eifersucht. Eifersucht gehört zu einer Beziehung dazu. Dadurch, dass der Partner eifersüchtig ist, zeigt er mir, dass er mich wirklich liebt, dass er mich wirklich braucht. Das ist alles scheiße. Eifersucht ist der zuverlässigste, der allerbeste, der effektivste Anziehungskiller überhaupt. Wenn du deine Beziehung zerstören willst, mit Eifersucht klappt das auf jeden Fall. Auf Frauen wirkt Eifersucht noch viel stärker, noch viel anziehungszerstörender als auf Männer. Warum ist das so? Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir erst gucken, was ist das Ziel einer Beziehung? In einer Beziehung geht es darum, abzuschalten von seinem eigenen Leben, von der Arbeit, von seinen Sachen, die man zu erledigen hat, um zusammen mit dem Partner Energie zu regenerieren. Er gibt euch Energie, ihr gebt ihm Energie. Und danach, nachdem ihr euch getroffen habt, könnt ihr beide wieder zurück in euer eigenes Leben mit neuer Energie, die ihr davon geschöpft habt, eine schöne Zeit mit eurem Partner zu verbringen. Jeder gibt dem anderen Energie. Manchmal kommt es auch vor, dass jemand traurig ist, dass jemand schlecht gelaunt ist, jemand hat einen schlechten Tag. Dann gibt man halt dem Energie, bekommt an dem Tag nicht so viel zurück, aber das ist auch in Ordnung. Denn es gleicht sich aus, jeder hat mal einen schlechten Tag. Das Problem bei Eifersucht ist, dass meistens sich das über einen längeren Zeitraum zieht. Eifersucht zieht unglaublich viel Energie. Ihr wollt von dem Partner Sicherheit. Ihr wollt, dass er sagt, oh mein Gott, du brauchst dir keine Sorgen machen, du bist der Einzige um mich. Ihr wollt Sicherheit von dem. Ihr wollt seine Energie, könnt ihm aber dafür nichts zurückgeben. Wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, und das ist ja meistens bei Eifersucht so, dann wird diese Beziehung irgendwann in einem Gefälle enden. Ihr nehmt ihm seine ganze Energie, eurem Partner, und gebt ihm nichts zurück. Denn ihr habt ja keine Energie mehr. Ihr seid voll von diesen Ängsten, von den Sorgen durch die Eifersucht. Ihr habt nichts mehr zu geben, ihr nehmt nur noch. Und dadurch, dass ihr nur noch nehmt, funktioniert die Beziehung irgendwann nicht mehr. Eifersucht ist der größte Scheiß. Passt auf, dass ihr da nicht reinrutscht. Euer Partner hat euch ausgesucht. Irgendwas Besonderes hat er in euch gesehen. Denkt immer daran, er hat euch ausgesucht, unter vielen, die er hätte aussuchen können. Es gibt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Der Witz an der Sache ist, dadurch, dass ihr eifersüchtig seid, verliert ihr den Partner. Ihr verliert den Partner nicht. Als Beispiel. Euer Partner trifft sich mit einer Frau oder einem Mann zum Kaffee trinken. Wenn ihr cool damit seid, wenn er wiederkommt und ihr sagt, cool, wie war's? War's ein cooles Kaffee trinken? Und sie sagt, ja, war cool, hat Spaß gemacht, ihr so, super, klasse. Ende der Geschichte. Wenn das passiert, dann passiert gar nichts. Euer Partner denkt, oh, der ist cool damit, das ist ein cooler Typ. Ich weiß genau, warum das mein Partner ist. Ich weiß es genau, das ist ein cooler Typ, der ist entspannt. Bei dem ist es entspannt und locker und ich kann Energie tanken. Wenn ihr aber so reagiert, oh mein Gott, was war denn los? Ihr habt bestimmt irgendwie rumgemacht, ihr mochtet euch bestimmt lieber und so, bla bla bla, so eine Eifersuchtsscheiße, ja? Wenn ihr das macht, dann verliert ihr den Partner dadurch, dass ihr eifersüchtig seid. Ihr verliert ihn nicht wegen dem Kaffee-Date, ihr verliert ihn wegen eurer schlechten Reaktion auf das Kaffee-Date. Merkt euch also immer, Eifersucht ist der größte Anziehungskiller in einer Beziehung. Rutscht nicht da rein. Euer Partner hat euch ausgewählt. Unter vielen, weil ihr was Besonderes habt. Merkt euch das. Erinnert euch immer wieder dran. Keine Eifersucht, Leute. Gilt für Männer und für Frauen. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Abonniert den Channel. Checkt unsere Website aus. Erfahrt mehr über unsere Vision. Und wie auch wir dir persönlich helfen können. Kennst du das mit der Eifersucht? Hast du schon mal einen Partner verloren deswegen? Das geht bestimmt vielen von uns so. Schreib es uns in die Kommentare, was sind deine Erfahrungen mit Eifersucht? Wenn du noch Fragen hast zu Videos, zu uns als Person, irgendwelche Fragen, schreib sie in die Kommentare, wir beantworten sie gerne. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und denkt immer dran, wenn ihr das nächste Mal auf der Straße oder im Club seid, und ihr seid ja mal auf der Straße oder im Club, und ihr seht eine Person, die euch gefällt, ganz egal ob Mann oder Frau, get your ass up und sprich sie oder ihn an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen.